Warum ist das Humanimmunodefizienz-Virus in Afrika so schwerwiegend? Viele Menschen haben bemerkt, dass das Humanimmunodefizienz-Virus in Afrika extrem schwer zu sein scheint, und einige haben sich gefragt, warum dies so ist. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum das Humanimmunodefizienz-Virus in Afrika ein so schwerwiegendes Problem darstellt. Es reicht von Wechselwirkungen mit anderen in Afrika vorkommenden Krankheiten bis hin zu sozialen und kulturellen Problemen, die in Afrika einzigartig sind. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Humanimmunodefizienz-Virus Acquired Immunodeficiency-Syndrome in Afrika keine einzelne Epidemie ist, da einige afrikanische Nationen die Situation besser als andere handhaben und verschiedene Humanimmunodefizienz-Virus-Klagen in verschiedenen Regionen vorhanden sind, was darauf hindeutet, dass sich mehrere unterscheiden Epidemien gehen weiter. Einer der Hauptgründe dafür, dass das humane Immundefizienzvirus in Afrika so verbreitet ist, ist, dass die Krankheit wahrscheinlich in Afrika entstanden ist, so die neuesten genetischen Untersuchungen. Je länger eine Krankheit in einer Region vorhanden ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Teil der Bevölkerung infiziert wird. Insbesondere, da das Humanimmunodefizienzvirus eine sehr lange Inkubationszeit haben kann, könnten sich Afrikaner jahrelang infiziert haben, ohne es zu wissen, bis die Krankheit aufkam und sich das Humanimmunodefizienz-Virus ständig ausbreitete. Mitarbeiter des Humanimmunodefizienz-Virus des erworbenen Immunschwächesyndroms in Afrika stehen auch vor dem ernsten Problem der Wechselwirkungen zwischen dem Humanimmunodefizienz-Virus und anderen Krankheiten. Beispielsweise ist Tuberkulose in Afrika endemisch, und infolgedessen sterben viele Patienten mit menschlichem Immundefizienzvirus erworbenem Immundefizienzsyndrom an Tuberkulose, selbst wenn ihr menschliches Immundefizienzvirus unter Kontrolle war. Das Humanimmunodefizienzvirus in Afrika darf in einigen Bereichen auch unkontrolliert voranschreiten, nur weil Menschen die Möglichkeit haben, auf die Medikamente zuzugreifen, die sie zur Behandlung benötigen, oder auf Vorräte, um dies zu verhindern. Medikamente gegen das humane Immundefizienzvirus erworbenes Immunschwächesyndrom können extrem teuer sein, was sie für viele Afrikaner weit über die Reichweite hinausreicht, selbst wenn sie von Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt werden. Kulturelle Werte spielen ebenfalls eine Rolle bei dem Problem. Die Verwendung von Kondomen und anderen Schutzvorrichtungen ist in einigen afrikanischen Gemeinden verpönt und in einigen Regionen ist es für Männer allgemein akzeptabel, außereheliche sexuelle Beziehungen zu pflegen und ihre Frauen und andere Partner in Gefahr zu bringen. In anderen Regionen Afrikas spielen kulturelle Traditionen in Bezug auf Tod und Geburt eine Rolle bei der Epidemie des Acquired Immunodeficiency-Syndrome. Da Menschen infolge des Kontakts mit den Körpern des Humanimmunodefizienz-Virus Acquired Immunodefizienz-Syndrome Blut und anderen Körperflüssigkeiten ausgesetzt sind die Opfer. Die Ausbreitung des humanen Immundefizienz-Virus in Afrika wurde auch durch eine unzureichende Ernährung in vielen Bereichen beschleunigt, was es den Menschen schwer macht, gesund zu bleiben, und einige Menschen vermuten, dass eine Minderheit der Fälle von humanem Immundefizienzvirus erworbenem Immundefizienzsyndrom sogar verursacht werden kann durch unwissendes medizinisches Personal, das versucht, das Richtige zu tun. Zum Beispiel ist die Wiederverwendung von Spritzen in einigen Bereichen akzeptabel, da der Zugang zu Frischwaren für sterile Spritzen fehlt. In einer Impfkampagne an einem einzigen Tag könnte das Humanimmunodefizienz-Virus auf Hunderte von Kindern übertragen werden. Es ist wichtig zu betonen, dass dies sehr selten ist, die überwiegende Mehrheit der in Afrika tätigen medizinischen Organisationen erkennt, dass das Risiko für das erworbene Immunschwächesyndrom zu groß ist, um Spritzen und andere möglicherweise kontaminierte medizinische Hilfsmittel wiederzuverwenden. Es wird geschätzt, dass 60% der weltweiten Fälle von humanem Immundefizienzvirus erworbenem Immundefektsyndrom in Afrika auftreten und dass das Problem sich nur verschärfen wird, wenn immer mehr Afrikaner infiziert werden.
Die Epidemie mit dem Akquiret-Immunodefizienz-Syndrome hat eine Generation von Waisen mit dem Akquiret-Immunodefizienz-Syndrome hervorgebracht, von denen einige selbst infiziert sind. Dies gibt Anlass zur Sorge, dass sich in Afrika ein Teufelskreis entwickeln könnte, der es äußerst schwierig macht, das Fortschreiten der Krankheit zu stoppen.